arribar aquí al pont de l'Estat encara en queden algunes delegacions per una mica més retrasades. Hola! Einfach jetzt mal im Namen der International Baseball Association offiziell recht herzlich begrüßen und mich gleichzeitig bei euch bedanken, dass ein kleines, aber sehr feines Häufchen doch zu diesem Turnier gekommen ist. Ich möchte auch ganz kurz erklären, also noch in unserer Runde darf ich meinen Generalsekretär Johann Verleger grüßen. Das Entwicklungsprogramm zusammen mit der Leitung dieser ITS, dass wir auf Hausball Italien weitergehen. Das sind so ein bisschen die Ziele, die wir uns da setzen und die nächsten zwei. So, zum ersten Mal in Tortosa bei den World Amateur Games dabei. Wie ist es bisher? Phänomenal, also unbeschreiblich. So viele Nationen in einer Stadt und alles ist friedlich, alle vertragen sie und der Spaß steht absolut im Vordergrund. So, und heute beginnen wir mit der Vorrunde. Österreich gegen Österreich ist das erste Duell. Wie seid ihr drauf? Wir haben sie ziemlich gut vorbereitet. Wir geben unser Bestes und wir versuchen natürlich das Ding zu rocken. Alles klar, viel Spaß. Danke. Sonne, sehr gut. Ja, der schon Sonne dran gekriegt. Gut eingeschmiert. Gestern am Beach gewesen oder weswegen? Am Pool. Am Pool, okay. Gut, Hotel ist auch gut. Passt alles? Super, super Finker.
Dann viel Spaß beim ersten Match. Schiedsrichter haben und ich lerne die Jungs da an, dass sie bleiben können. Wir begrüßen Holtburg, Schiedsgericht und Daniel. Wir einfach im Ball! Stopp! Grüßen bei Stopp, wir wollen auf der Schweiz. Und die Volunteers einfach hip! Oh! Weiter geht's! Ja, gut.
Hi Stein, wie war's? Heiß. 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 Und sonst? Sonst? Ja, passt. Ist in Ordnung, wir können Besseres geben, Kind, aber morgen dann. Schauen wir weiter. Alles klar, danke. Ja, es war eine sehr spannende Geschichte. In der Früh waren die Platzverhältnisse durch die gute Bewässerung sehr nass. Die Bälle sind aufgrund eines Fußballplatzes doch sehr stark versprungen. Und im Laufe des Tages hat sich die Hitze massiv eingeschlichen und es war eine riesen Konditionsschlacht. Was meinst du, wie viel Grad haben
Ja, 35 plus, sage ich mal. Und morgen? Jetzt seid ihr Tabellenführer. Jetzt geht er natürlich als großer Favorit in den morgigen Finalspieltag. Na, jetzt werden wir mal den Tag locker ausklingen lassen, werden einmal die anderen Sportarten ein bisschen besuchen und am Strand gehen. Und in der Früh schauen, dass wir wieder fit sind. Und bevor die große Hitze kommt, schauen, dass wir die Spiele beendet haben. Alles klar. Vielen Dank und viel Erfolg für morgen. Danke. Thank you.
So Jungs, Glückwunsch. Damit gibt es ein österreichisches Finale. Wie war das Warm-up heute Morgen? War ein kleines Trainingsspiel? Nein, es war schon. Nein, intensiv. Haben sich gut gewehrt. Ja. Und was ist Ziel fürs Finale? Gewinnen. Seid ihr fit von gestern? Ja, ja. Sehen wir gleich am Platz. Alles klar. In Erfolg. Hey, stopp! Wir bedanken uns bei dem Sieger Kirchstein, der Katalonia. Dann bedanken wir uns beim Schiri mit dem dreifach Dörrestagio. Hey, hey, hey! Super gespielt. Ich muss drehen auch schon. Bei Bier ging es besser. Ich will noch weniger zittern. Da sieht man die Unterschied besser. Der Kontrast ist ein bisschen. Genau. Ja, wir begrüßen Waldburg, die Schweizer Schiedsgericht, Katalonia. Wir sind einfach dabei. Ja! Wir müssen beitragen, fährt das Schiedsgericht. Zuschauer mit einfach HIP! Ja! Gut, verlängere wie viel? Verlängere. Auf geht's, Puss. Ja, Service. Genau. Ball! Auf geht's, Puss. Hey, wo ist unser Dringer hier? Bist du da? Bist du für uns? Und? Bist du die Blase? Und? Hey, Peter. Los, Peter, Super. Tolle Veranstaltung mit einer Vielfalt von Athleten, über 3000. Und wir waren zwar eine ganz kleine Gruppe, die Faustballer, aber eine sehr feine Gruppe. Und ich denke, das ist ein gelungener Startschuss gewesen, dass wir in 2 Jahren in Zagreb mit einer großen Community Faustball dabei sein werden.